Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und hier mit der Chester als Hauptprotagonist, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind hier in einem Dreier-Zweier-Gefecht. Es sind auch drei Zerstörer am Start, fünf Kreuzer und vier Schlachtschiffe. Also alles dabei, was Rang und Namen hat, kann man schon so sagen. So. Oh oh. Ich fahre jetzt einfach mal Richtung Norden. Und hoffe mal, dass ich nicht allzu früh direkt die ersten Hits bekomme. So, da sind schon die ersten Gegner offen, aber auf keinen davon komme ich mit der Chester drauf. Dafür ist die Reichweite einfach viel zu gering. Ihr seht, mehr als 9,2 Kilometer ist nicht möglich. Oh, da drüben aber. Jetzt bin ich eh schon offen. Jetzt kann ich auch schießen. Auf die andere Chester. Ja, gleich mal das Ruder zerstört. Und nochmal 2000 Schaden. Wie gesagt, wir bleiben hier ein bisschen in der Bewegung. Der Zerstörer dreht schon bei. Wo ist die andere Chester? Wo ist sie? Gib sie mir. Nix offen. Vielleicht macht die Samson das auf. Da drüben ist nochmal eine Umi-Katze. Probieren wir doch mal einfach mal unser Glück. Aber viel hat da nicht gefehlt. Heide Witzka. So, da habe ich sie aber getroffen. Und auch mal ein bisschen was rausgenommen. Jetzt bin ich hier am Kartenrand. Da schlängeln wir uns einfach entlang. Ich würde ja gern, dass ich da jetzt mal langsam rumkomme, dass ich da ein bisschen was von den Jungs da sehe. Der Gegner steht minus 1, auch mal was Neues. Da hat wohl jemand mit seinen Torpedos nicht hausgehalten. Umi Katze ist auf der Flucht. Ist natürlich dafür auch sehr schnell. Also da kommt man in der Jagd nicht nach. Oh, da ist eine South Carolina, die kommt auf mich zu. Und noch eine, also es sind gleich zwei Stück. Eher unschön. Aber ich kann ja ein bisschen, sie ein bisschen nerven, das auf jeden Fall. So, jetzt dreht sie sich hier in ihren eigenen Teampartner rein. Oh, jetzt bekomme ich aber die Schüsse. Oh, oh, oh. Also wenn sie natürlich dann das Feuer erwidert, wird es ekelhaft. Der Eisenmann, auf den gehen wir jetzt einfach mal drauf.
bleib hier stur auf HE, ich weiß, das ist aber beabsichtigt. So, da haben wir ihn zerstören können, den Eisenmann. Mittlerweile steht's ausgeglichen, so gesehen 4 zu 4. So, jetzt schießt er wieder auf mich. Aber den konnte ich schön dodgen. Hat jetzt natürlich die deutlich bessere Reichweite als ich, also da könnte er jetzt sozusagen wegfahren und mich immer schön weiter beschießen, ohne dass ich was als Antwort geben könnte. Ich muss hier einfach näher ran. Hilft alles nichts und ich brauche noch ganze 1,2 Kilometer, bis ich mal wieder in Schussreichweite bin. Aber jetzt nimmt mein Schiff hier wirklich Geschwindigkeit auf, knapp 24 Knoten. Das heißt, wir arbeiten uns langsam heran. Auch mal schön mit einer Chester in South Carolina verfolgen. Also mehr ist einfach als 24,3 Knoten, ist de facto nicht drin und nicht möglich. Ja, da fehlt wirklich jetzt nicht mehr viel. Ich muss noch ein bisschen warten, weil ihr seht, 9,2 und er fährt ja auch geradeaus. Das heißt, noch kommt er aus der Schussreichweite raus. Jetzt schieß mal einfach mal. Jetzt bin ich offen. Jetzt gehen wir auf die Chikuma, die ist deutlich schöner gerade positioniert. Komm schon, komm schon, komm schon. Also das Schöne ist, ich kann hier schießen, gerade wie ich lustig bin. Ich bekomme keine Hits ab. Es dreht sie hier ein bisschen bei. So, jetzt schießt sie dann doch auf mich. Deswegen mal ein bisschen wieder mal... So, jetzt habe ich ihn angezündet. Ah, schade, ich dachte, jetzt würde er anders schießen. Deswegen jetzt hier wieder hier ein bisschen Drehung rein. Jetzt bleibt er definitiv auf mir drauf. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv ein bisschen anders spielen. Definitiv mehr Schlangenlinien fahren. Jetzt capt der Gegner schon. So, jetzt hat er mich noch mit seinem letzten, bevor er gestorben ist, angezündet. Nervig. Und gerade weil ich lange Zeit das auch nicht löschen kann. So, wenn der Gegner capt, dann mache ich das jetzt auch. Weil scheinbar die capt auch keiner so wirklich. So, bis ich das Feuer löschen kann, ist es eh schon von selber aus, aber hat mich doch einiges an Brandschaden gekostet.
Wie gesagt, gerade, dass er da auch noch... Ja, jetzt ist es gelöscht. Gerade, dass er auch mit dem letzten Schuss das macht. Jetzt ist die Frage, wo ist der... Oh, da vorne, der lässt sich jetzt... Die South Carolina lässt sich jetzt wohl decappen. Das ist natürlich problematisch, weil die hat am meisten Cap-Punkte. Aber die gegnerische Samson, die bei uns da im Cap steht, die hat auch nicht mehr allzu viel. Aber ich werde es jetzt wirklich versuchen durchzucappen. Wenn was kommt, nehme ich es noch gerne mit, aber allein schon die beiden Zerstörer zu jagen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben nicht mal mehr selber Zerstörer, also von dem her schwierig, schwierig. Und ihr seht, da drüben stehen sie auch im Cap. Die Cap müssten sie nur. Gerade die Omi-Katze. Da werden die Schüsse werden dann nicht ankommen. Der andere steht da hinter dem Felsen. Jetzt darf ich mich nur nicht decappen lassen, weil ich habe aktuell am meisten Cap-Punkte, glaube ich, von unserem Team noch. Sehr schön, wurde gedecapped. Das heißt, der Sieg dürfte uns jetzt eigentlich nicht mehr abhanden kommen. Deswegen, ich werde aber mal jetzt hier so fahren, dass ich jetzt nicht der Hauptangelpunkt bin der gegnerischen Schüsse. So, und da ist ein Sieg. Na, also, sowas haben wir gemacht. Auf Platz 3 im Team habe ich mich hochgekämpft, konnte knapp 26.000, bisschen über 26.000 Schaden machen. Und ja, ich glaube, das war noch eine ganz gute Runde. Also von dem her hoffe ich, hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.